So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe hier aktuell vor einem alten Abwasserkanal, der damals nicht fertig gebaut wurde. Es sollte ursprünglich ein Autobahnkreuz werden, wurde aber dann ein Autobahndreieck. Und wir zeigen euch heute die Überreste davon. Gucken uns jetzt das Gelände erst außen an und gehen dann später auch noch rein. Also man sieht hier so richtig die Anlage, wie die so richtig hier verläuft. Geht bis nach da hinten, noch weiter, keine Ahnung, werden wir dann sehen. Also wir haben da auf jeden Fall, haben wir hier jetzt das, eine Kreuzung. Da geht es dann da weiter und da weiter. Hier so eine Art Kasten, wo sich dann diese, also hier haben wir diese Kreuzung im Endeffekt, wo sich diese drei Gänge verbinden. Also hier vorne sieht man, da hinten ist die Autobahn. Sollte ja eigentlich, also es ist ein Autobahndreieck jetzt, sollte aber damals ein Autobahnkreuz werden. Wurde aber nie fertig gebaut wegen Kriegswirtschaft. Also da endet es dann im Boden. Dann gehe ich noch mal kurz hin, damit ihr es sehen könnt. So, genau. Da endet es jetzt im Boden. Können wir jetzt hier nicht weiter. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück und gehen nämlich in dieses Ding rein, weil es gibt eine Öffnung, wo man reingehen kann, und genau das werden wir jetzt tun. Also bis gleich. So, das ist jetzt der Eingang. Ja. Müssen wir aufpassen. Ach, Scheiße. Vom Weg ist ein bisschen Wasser drin. Nein, das ist. Also das ist jetzt kurz Gesamtüberblick. Es geht schon weit rein. Oh Gott. Ich habe danach komplett nasse Schuhe. Ne? Erster. Hab zwei Spinnen gefunden. Kommst du nicht rein? Es ist halt mega tief, ne? Er tritt auf den Stein hier. Der ist locker. Ja? Ja. Ich bringe ihn jetzt mit dir. Nein, nein, warte, warte. Wenn ich, oh Gott. Okay, kann. Warte, 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 gefähr. Jetzt? Oh Gott. Und spring. Ach so, mit deinem. Ja, deswegen musste ich gerade gucken. Jetzt auch die passendsten Schuhe dazu an. Ja, das bessere Schuhe an als mein Mann. Ja, Achtung, ist ja recht sandig. Ja. Scheiß Baustelle. So, gib mir mal die Marode. Ja. Warte. Die große? Ja, ja. Ja, dann gib mir die kleine. Ich brauch den Ding. Was? Du hast ums Handgelenk. Ich hab nicht Spinne geschluckt. Echt jetzt? Okay. Aber schau mal, keine Graffiti. Wer möchte schau, voraus? Das mal an. Oh doch, da hängen Spinnen an der Decke. Nein, ich geh raus. Komm, auf geht's. Durch jetzt. Komm, lass den Benni vor, dann sind sie weg. So, wir gehen jetzt wirklich rein. Scheiß drauf, ich jetzt. Ist entduckt, ne? So. Wir können gar nicht. Das ist ganz schön kühl hier. Nehmen wir uns da an, ja?
Luise ist wieder raus. Es ist kein. Aber schau, es ist auch ein Oleg. So. Ein Oleg. Also der Boden hier ist betoniert. Steht ein bisschen Wasser drin. Warte mal. Ja? Warte mal hier. Schau mal, das macht. Wir testen, by the way, heute die Marauder 2. Für. Die haben wir uns gekauft für den Urlaub, dass wenn wir nach Kroatien fahren, dass wir eine härtere Taschenlampe haben. Die wird heute auch richtig getestet. Also die habe ich gerade. Die nutze ich gerade. Ja, klar, jetzt weiß ich mal, wenn man das gegeben hat. Aber schau mal, wie hell ist das. So, hier haben wir so ein Holzbrett. Guck mal, da ist auch eine Spinne. Es ist laut, also voll mit Spinnen. Also guck mal, hier, da hinten ist schon mal ein Ausgang. Da sieht man auch das Licht. Und da geht's drin. Also zu dem Ausgang. Also guck mal, hier haben wir auch noch mal solche... Muss mal gucken, ne? Warte, lad die mal auf. Und jetzt mach Taschenlampe aus. Nee, es funktioniert nicht mehr. Nein, das funktioniert nicht. Du musst rechts. Das ist die Ausgang, so. Wo wir gesehen haben, rechts. Also wir gehen jetzt zum Ausgang hin. Ja, ja. Ah. Ich weiß gar nicht, warum ich auf Fisch oder Wasser achten kann. Also man sieht mit den Taschenlampen diese neongrünen Farben, sieht man die Pfeile. Sieht man wirklich, wo der Ausgang ist. Also, sich hier drin verlaufen wird. Schwerer. Hier haben wir dann auch so einen Stahlträger. Da löst er sich auch schon ein bisschen. So, und hier haben wir den Ding. Im Endeffekt hier mit einer Stufe. Hey, Idiot-Exit. Und dann komme ich hier ungefähr raus. So, dann drehen wir wieder um. So. Ihr könnt jetzt den nächsten rechts gehen. Nächsten rechts. Wir kommen nach oder wir treffen uns an der Gabelung wieder. So, die Mutter auch wieder am Start. Ui. Ich bin dabei. Okay. Also ich finde das hier schön, weil es doch relativ viel Wind geschmiert ist. Das stimmt, ja. Das findest du in Bayern also. Kaum mehr. Nur von solchen Zeiten? Ja, die, das habe ich ja jetzt. Ich glaube, die waren aber noch gar nicht davor. Nee. Das sind schon Augen-Exit. Ich glaube, es ist schon gedacht, dass die Leute das auch anschauen können. Naja, weiß ich nicht, ob das jetzt, du weißt, so, jetzt gehen wir dahinter. Kann man schauen, ob ich dahinter leuchten kann. Also bis zur Kurve hin. Ui, das wird immer kälter. Jacke haben wir schlauerweise nicht mitgenommen. Aber mei. Eine frische Abkühlung. Da steht es wieder unter Wasser. Wir müssen wir das kurz hier an der Wand. Also der muss so. Irgendwann sehr steil werden. Wir müssen aufpassen, hier sind recht viele Pfützen wieder. Ja. Dann müssen wir schauen, wie weit wir gehen. Also wenn ich von hinten irgendwas berühren wollte. So gut, dass ich wasserfeste Schuhe anhabe. Die hinter mir nicht. Aber ja, also wie gesagt, da hinten ist schon. Jetzt mal. Da kommt dann eine Abzweigung, also eine Kurve. Das ist richtig geil, wenn man noch reinschmeißen kann. Ja. Also doch ab und zu umsteigen. Ja. Das ist ja jetzt. Also die machen da. Willst du hin? Nee, geh. Geh, ich kann jetzt auch. Ich hab eine hellere. Aber so ist komplett dunkel. Die hinter mir haben jetzt auch noch Taschenlampen. Das muss so. So, und wer will jetzt wissen, wie dunkel es hier wirklich ist? Machen wir alle mal aus, kurz stehen bleiben, oh ja. Oh Gott, ich schreie, Leute, wirklich. Nein. Ja, mach halt, mal ran. Halt, so, wir machen mal eine Taschenlampe aus. Wir testen, wie dunkel es wirklich ist. Wie geht das aus? Einmal kurz drücken. Kurz drücken. Einmal kurz. Warte. Jetzt. Oh. So, wir haben jetzt einmal zum Testen kurz die Taschenlampe ausgemacht. Ich und wie man sieht, drin. Sieht man nichts. Also, das ist wirklich das Ergebnis. So, und jetzt machen wir die Marauder 2 an. Das ist unsere hellste. Und der ganze Ding ist hier ausgeleuchtet. Das ist schon ein krasser Unterschied. Also,
Da kommt die Mini hin. Batz. Also. Ja, die ist auch gut. Ich glaube, du bist auch voller Helligkeit, ja. So, dann gehen wir mal weiter. Achtung, los. Okay, danke. Hier haben wir so ein Rohr. Mal so ein Rohr. Und da wieder dieses Holzbrett mit extrem vielen Spinnen. Sollten die Spinnenliebhaber nicht draufschauen. Der Totenkopf macht es halt nicht besser, ne? Ach, ist schon niedlich. Ah! Nass! Ja, jetzt hab ich mich erwischt. Wie heißt das immer? Immer schön auf den Boden schauen. Die immer schön die Hose ab. Also man sieht, es geht ewig weit da rein. Also, ich kann damit. Da hinten schaut der Ausgang raus, scheinbar. Also, das ist jetzt auch nicht verwendet. Geh mal weiter. Das ist jetzt bestimmt schon rausgespielt. Wahrscheinlich. Das ist hier leicht rutschig. Na, okay. Ich weiß nur, es gab beide Stellen da drin, da musste sein Zeug wegtun, weil er beide Hände gebraucht hat, um abzuschwitzen. Ja, das ist der Tunnel hier. Dass er runterkommt. Das ist der Tunnel, Schatz. Weil es nicht rutschig war. So, guck mal, da geht's jetzt bergauf. Ui. Nein, das habe ich nicht gerechnet. Aber war cool, dass wir das gemacht haben, oder? Ja, definitiv. Achtung, ihr müsst aufpassen, hier ist rutschig, gell? Ja, es ist nicht so rutschig, wir wollen hier aufpassen. Ich muss schauen, ob meine Schuhe sind noch falsch. Ihr müsst auf diesen Stein da laufen, da geht's. Also wenn es ist, oh, schaut mal. Benni, hast du gesehen? Ich höre Wasser. Solange der Tunnel jetzt sich unterschreibt. Ach so. Das sind die Autos. Da hinten ist scheinbar zugeschüttet. Da liegen zumindest Steine. Das sind Stalagmiten. Und wie kann es auch anders sein? Dieser Schokoriegel hat auch den Weg hierher gefunden. Also weiter. Stalagmiten sind die von unten, Stalagmiten sind die von oben. Genau, weil wir zusammengestoßen sind. Ach, wir sind jetzt zusammengestoßen. Leute, also ich glaube, ich werde von unten noch ein Problem haben. Ja, gut, dann schleich stehen hier. Dann gehe ich mir weiter. So, also ich gehe noch ganz, ganz vorsichtig hier rum. Ja, weil hier ist extrem rutschig. Ja, oder? Kannst du die anderen mitnehmen? Ist gerade schwer. Ja, halt. Nur nach vorne. Genau. Andersrum. Nicht andersrum, das andere. So, da kommt das Wasser von oben runter. Sieht man, wie das auch rutscht. Also von da oben kommt es. So, jetzt mal schauen. Also da unten wird es rein theoretisch noch weitergehen, aber du musst krabbeln. Genauso wie dort. Also ich kann ja mal kurz. Also da hinten ist eh zu. Und da hinten ist dann auch zu. Also so viel ist da nicht. Dann gehen wir wieder zurück und gehen zu dem Gang am Anfang, weil da war noch einer. Und schauen, ob wir da irgendwas Interessantes noch finden. Muss man aufpassen, weil hier ist dann bergab rutschig hier. Dann fahren Sie ein paar Stalaktiten, Benni. Ja, schaue ich mir gleich an. Aber jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht runterplumpse. Soll ich die Kamera abnehmen? Nein, 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 das passt schon. Was kann ich? Na komm, Schatz. So. Also hier geht's wieder ein bisschen, dadurch, dass diese Steine da sind. Aber wo es wirklich komplett glatt ist, ich weiß nicht, ob ihr das seht, man hat ja diesen Weg. Und da ist teilweise extrem rutschig. Da ist ein Käfer. Da ist ein toter Käfer, da sind noch ein toter Käfer. Aufpassen, da wird's wirklich noch mal rutschig. So. Ui. So, ab hier geht's dann wieder. Da haben wir Stalaktiten. Ja, halt mal da drauf, schau mal. Schaut's mal. Das ist interessant. Ja, das passt schon. Ja, die schalten sich. Blinkt sie rot? So, ab hier. Jetzt dann wieder jetzt? Ein bisschen schneller. Hier ist nicht mehr so rutschig und ebenerdig. Jetzt?
Also, bis da hinten geht's noch, da ist die Abzweigung. Machen wir das Fernlicht? Hab ich doch gerade. Hast du gerade? Also, ja, cool, oder? Es geht bis da hinten. Wobei ich das Viereckige nicht so geil finde. Ja, wenn du weit auf die Entfernung, aber es leuchtet schon super aus, die Lampe. Die ist schon gut, das haben wir gut gemacht. Also, die war super. Also, ohne eine gute Entscheidung. Die jetzt nicht reingehen, sag jetzt ganz ehrlich. Taschenlampe allgemein, ohne gute Taschenlampe auf alle Fälle. Also, die Luft hier ist tatsächlich auch erstaunlich gut, dafür, dass das hier so groß ist, die Anlage, und kaum Lüftungseinlässe sind, haben wir bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Wir haben auch Lufttester dabei. Genau, wir haben auch ein Sauerstoffmessgerät da, dass, wenn die Sauerstoff, also der Sauerstoffmangel da sein sollte, dass das Ding das Piepsen anfängt. Das heißt dann sofort weg von der Stelle oder am besten komplett raus aus dem Teil. Da hinten stehen dann noch welche, sind von uns. Wir haben nämlich heute eine andere noch mit dabei als Unterstützung. Ja. Nicht alleine. Ja, das musst du erst mal finden. Also, wie gesagt, das ist schon cool. Ach, guck mal, die war gar nicht auf ganz hell. Also, jetzt haben wir volle Helligkeitsstufe. Aber weißt du was? Ja. Ja. Das ist heiß hier. So. Ich habe nicht ganz heiß gegriffen. So, jetzt wird die Luft nicht mehr so erfrischend. Wahrscheinlich. Also hier wird es jetzt wieder ein bisschen wärmer. So. Und da können wir jetzt rechts gehen? Nein, da brücke ich jetzt noch weiter. Warte. Sind die schon rechts gegangen? Nein, die sind noch vorne. Wo? Hier. Am hier? So, wir gehen jetzt davor. Dann gehen wir zu der Abzweigung, die sich rechts befindet. Komisch, die Luft, gell? Also, guck mal, hier haben wir auch so einen Totenkopf mit dieser Neon-Schrift aufgezeichnet. Ja, aber die ist alt. Nicht alt, das ist. Ja, aber trotzdem. Hier haben wir dann auch solche Schrauben. Guck mal, da haben wir auch eine Verankerung mit den Schrauben der Mutter. Hier haben wir auch noch mal so eine Schraube. Also guck mal, da sieht man auch, es ist, ach, die liegt auch schon etwas fester drin. Die ist noch nicht so in der Produktionsding gewesen, weil man sieht noch die Hammerstellen, wo drauf gehammert wurde. Überflüssig hier. So. Hallo. Hier haben wir hier auch so einen komplett anderen Weg. Man sieht die Überschneidung. Da wird dann gezerrt. Sind aber trotzdem noch Schlaglöcher drin. Hier nochmal so ein kompletter Loch. Gehen wir einmal kurz durch. Ist da Ende? Nein, da geht's noch weiter. Soweit kann ich gar nicht laufen. Cool. Warte. Bleib da. Warte. Bleib da. Du meinst, du kannst gar nicht so weit leuchten, gell? Komm zurück. Du kannst komm her. Nicht so weit leuchten, vertrau mir. Glaub mir, ich blende dir ins Gesicht, wenn ich so weit leuchte. Komm, ich kann so weit leuchten. Ja, nein, kannst du nicht. Doch. Lass mich wieder vor. Du willst meinen Rucksack auf dem Bild machen. Lass mich ein Stück. Den Scheiß lass ich. Sonst macht die Taschenlampe wieder dunkler. Also hier, dieser Teil schaut tatsächlich etwas neuer aus, ist auch trockener, vom Boden her auch. Es ist nicht ganz so alt scheinbar wie die anderen Teile. Da hinten ist auch eine Wand, ich weiß nicht, vielleicht geht da eine Abzweigung ab. Aber hier sind auch zum Beispiel keine Pfeile mehr mit dem Exit-Schild. Aber da. Was ist, glaube ich? Ja. Das ist Ende der Gasse. Ende Gelände? Ja. Hier wird es wieder ein bisschen rutschig, aber nicht viel. Also hier haben wir einen Gullideckel ganz oben. Zwei Rohre. Ah, nee, drei sogar. Und eine riesen fette Spinne. Also wirklich fett. Warte.
bin auch nicht sicher. Ich glaube, wir haben hier nochmal ganz dunkel. Da hinten sind die Anna mit einer Taschenlampe. Das schaut echt pupsig aus. Also, so, wir testen jetzt das Notfall-Equipment. Und zwar so ein Leuchtstäbchen. Ich würde sagen, einfach los geht's. Knicken und schütteln. Ja, genau. So, jetzt einmal die kompletten Taschenlampen ausmachen. Sind alle aus. Das sind alle aus, ja. So. Und das ist also im Großen und Ganzen. Auf der Kamera sieht man es jetzt nicht. Ausgehen ist das cool, aber ne? Hier, man kann so lala weit sehen. Also, ist eigentlich ganz gut. Und sinnvoll. Die sind echt geil. So, dann mal wieder mit einer etwas kühleren Taschenlampe unterwegs. Ja, danke. Ich krieg mit einer kleineren. Und mein Vater nimmt das Bretteisen. Und dann gehen wir zum Ausgang. Mehr gibt es ja auch nicht mehr zu sehen. Hoffe, das geht, reicht jetzt von der Helligkeit. Das ist nämlich unsere dunkelste OLED. So, hier haben wir nochmal den Eingang und ein paar Leute, die versuchen herauszukommen. Lustige Sache mit der großen Pfütze dort. Das war's im Endeffekt. Hier haben wir es. Nochmal den Eingang. Und das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Nicht, dass ihr noch irgendwelche Videos verpasst. Ist auf jeden Fall noch einiges geplant. Bis dann. Tschüss.